Und hallo zu meinem wohl ersten, nennen wir es mal, Vlog hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg in die Arbeit und ich habe gestern Abend noch etwas mitbekommen, also nicht selbst erlebt, Gott sei Dank, aber etwas hier über meine Twitter-Timeline rauschen gesehen. Es gibt einen recht netten kleinen Twitter-Kanal, den ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, um da irgendwie weitere Probleme oder sonst irgendwas für den Betreiber, die Betreiberin des Kanals zu verursachen. Also auch weder Männchen noch Weibchen werde ich jetzt hier ansprechen. Ist auf jeden Fall ein sehr, ich nenne ihn jetzt einfach immer der Kanalbetreiber. So, ist auf jeden Fall ein sehr netter, herzlicher Mensch. Macht schöne, unterhaltsame Let's Plays, streamt auch ab und an mal. Also eigentlich ein recht lustiger Kanal, den ich mir auch gerne immer wieder anschaue. Leider komme ich zu den Streams leider viel zu wenig, weil Familie, Arbeiten, kommt halt einfach nicht zusammen. Ja, nichtsdestotrotz hat sich dieser Kanalbetreiber dazu entschlossen, trotz einer noch recht überschaubaren Community, also ist jetzt kein großer YouTuber oder irgendwas, wie man sie halt immer als groß bezeichnet, dazu entschlossen, mal seiner Fanbase zu danken, sage ich jetzt mal. Es ist einfach mal ein Anliegen gewesen der Person, zu sagen, hey, ohne euch würde ich das hier nicht machen, so nach dem Motto. Ohne euch kann ich das, was ich hier mache, überhaupt nicht durchziehen. Da gibt es Leute für diese Person, die ihr persönlich sehr nahe gekommen sind in der Zeit, wo sie sie kennengelernt hat, die sie in ihr Herz geschlossen hat, was sie auch immer wieder erwähnt. Und das finde ich gut. Also sowas ist immer wieder mal ein Dankeschön einfach. Und das sollte es eigentlich auch sein. Jetzt kannst du natürlich bei, was weiß ich, x Twitter-Followern und Facebook-Freunden und YouTube-Abonnenten und so weiter natürlich nicht immer jeden erwischen. Ja, du kannst natürlich jetzt nicht irgendwie eine Namensliste runterrattern, weil wo bleibt die Persönlichkeit an der Stelle? Das funktioniert einfach nicht. Da sind wir uns einig. So. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen M sage, aber ich muss mich auch auf den Verkehr noch nebenbei konzentrieren. Das Video wurde recht schön produziert. Das ist so ein kleines Nebenbei-Let's Play, könnte man sagen, weil die Person halt sich einfach ein bisschen leichter tut, wenn sie nebenher ein bisschen daddelt. So wie ich jetzt auch beim Autofahren einfach ein bisschen die Gedanken frei rauslassen, irgendwas Monotones so dahin machen. Und dann kann man auch ein bisschen neben dem Reden auch überlegen, was man alles sagen will. Muss sich nicht großartig vorbereiten, das funktioniert immer am besten. Und erwähnt halt in dem Video jetzt, und da kommen wir jetzt zum Punkt meines Anliegens, einige Leute direkt, nennt sie bei ihrem Namen auch, sagt, ja, dich mag ich gern und danke, dass du da bist und du bist ganz besonders wichtig für mich und ja, und deine Let's Plays, die mag ich total gern anschauen und sowas, ne? Also stecht ein paar Leute besonders hervor und sagt denen halt, du bist toll. Erwähnt aber in jedem dritten Nebensatz, sage ich jetzt mal, dass das natürlich auch immer für alle gilt. Also alle ihre Follower, alle, die sie kennt, die sie mag, die er mag, die er in irgendeiner Art und Weise gern mag. Ich bin zum Beispiel auch einer ihrer Follower und das bin ich mit dem Herz dabei, weil ich sie einfach persönlich gern mag. Sie ist einfach sympathisch, ganz einfach. Also ich wechsle immer zwischen er und sie, damit er nicht durcheinander kommt. Ne? Und er ist halt wirklich ein sehr sympathisch, hat eine tolle Stimme. Ich mag das halt total gerne. Ich bin aber nicht erwähnt worden. Ja, what the fuck? Ist mir total egal, ob ich da jetzt erwähnt worden bin, weil ich brauche jetzt da keine Plattform oder irgendwas, wo mich jemand erwähnt. Oder andere das Video dann gesehen haben und dadurch dann irgendwie auf meinen Kanal kämen oder irgend so ein Scheiß halt, ne?
brauche nicht den Dank anderer, um selber irgendwie eine Fanbase aufbauen zu können. Brauche ich einfach nicht. Das ist nicht in meinem Interesse. Ich hänge mich ungern an andere Leute ran, bis auf den Italian TV, danke dir, ne? Weißt Bescheid. An den hänge ich mich gerne dran, weil den mag ich auch persönlich gerne. Also den kenne ich persönlich, einen Arbeitskollege, deswegen hänge ich mich gerne an den dran, ne? So wie eine Zecke. So. Falls du Bescheid magst. Huch, dein Name. So. Und natürlich, wie es denn nicht anders sein könnte, gibt es immer wieder. Jetzt in dem Fall sind es nicht unbedingt Hater, wie wir sie alle kennen. In dem Fall waren es jetzt Personen anscheinend, die halt genau so nicht empfinden. Die halt nicht sagen, ja, mal bin ich halt nicht persönlich erwähnt worden. Ganz im Gegenteil, die sogar in so einer unterschwelligen Art und Weise meinen müssten, sie könnten jetzt da eine Erwähnung einfordern oder so, weil sie ja auch ganz besonders tolle Follower sind oder weil sie ja auch oder ihn auch schon so lange kennen und so. Und jetzt, was mich total irritiert hat, war dann so die Information, ja, ich habe ja einen erwähnt und der andere, der sich beschwert hat, der mag den nicht. Der mag den nicht. So, und jetzt ist er mir beleidigt, weil ich den erwähnt habe und den anderen nicht. Und weil ich bei dem anderen ganz explizit gesagt habe, den finde ich toll, und bei dem anderen habe ich es nicht gesagt. Ja, habt ihr sie noch alle? Also entschuldigt mal. Überlegt doch mal, was ihr da ausrichtet. Jemand schüttet sein Herz aus, bedankt sich bei Leuten, wo sie einfach persönlich, die ersten 10 Leute, die ihr in den Kopf fallen, bei denen bedankt sie sich einfach persönlich und sagt, okay, ihr seid mir wichtig, aber ich mag euch anderen auch total gern und ihr seid mir auch wichtig. Aber ich kann euch einfach nicht alle erwähnen. Das geht halt einfach nicht. Und ich erwähne halt genau die, die mir als erste spontan in den Kopf fallen, weil ich mit denen am meisten zu tun habe. Die mich vielleicht auch besonders oft retweeten, erwähnen in ihren Videos oder wie auch immer. Das ist völlig egal wie. Aber die sind mir halt im Kopf hängen geblieben. So. Was nicht heißt, dass die anderen mir nicht auch irgendwie auffallen oder sowas. Und dann gibt es so Affen, die dann tatsächlich hergehen und sagen, ja, aber du hättest mich auch erwähnen müssen. Und warum hast du jetzt den erwähnt und nicht mich? Nee, ich mag den überhaupt nicht, der ist doch total scheiße, wie kannst du den gut finden? Nee, habt ihr sie noch alle? Hey, macht euch mal locker. Nee, hey, das, also, ihr wisst, wo es hingeht, ne? Also, ich hab da echt kein Verständnis für so einen Scheiß. Also, es ist ja nichts, wo ihr in irgendeiner Art und Weise ein Anrecht habt, euch da irgendwas einzufordern oder so. Also, echt mal. Deswegen, also, lieber Kanalbetreiber, wenn du das hier mal sehen solltest, ich sorge schon dafür, dass du es mal siehst, dann, hey, mach weiter dein Ding, ohne Scheiß, es ging ja noch so weit, dass dann die Person dann gesagt hat, sie nimmt das Video wieder runter, weil da echt Leute jetzt beleidigt sind wegen ihr. Hä? Also, ohne Scheiß, mach weiter, ey. Mach genau dein Ding, tu das, was dir gut tut, tu das, wo du denkst, dass es anderen gut tut. Weil für das machen wir den Scheiß. Wir machen den Scheiß für uns, weil es unser Hobby ist, weil uns das Spaß macht. Und wir machen es für die anderen, damit die an unserem Hobby auch teilhaben können. Damit die genau unseren Enthusiasmus, unsere Gefühle genau so übernehmen können, wie wir es versuchen in unseren Videos zu projizieren. Also tu mir den Gefallen und hör nicht auf mit dem Ganzen. Hör nicht auf. Und vor allem lass dieses Video drin. Ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt, obwohl ich nicht erwähnt wurde. Natürlich habe ich immer so mit einem Ohr mitgehört, ob mein Name auch fallen könnte. Aber da hätte ich mich dann, glaube ich, echt vor Scham in den Boden gewälzt, weil ich bin nur ein kleiner Follower. Ich retweete deine Tweets und ich mache nicht mehr mit dir. Wir haben uns vielleicht einmal in einem Tweet-Gespräch mal ein bisschen über irgendwie irgendwas unterhalten, aber das erfordert ja noch keine, das erwirkt ja noch keine Freundschaft oder irgend sowas. Ganz im Gegenteil. Also mach weiter und lass dich nicht in irgendeiner Art und Weise von irgendwelchen Leuten kleinreden. Weil du weißt, wohin ich will und ihr wisst auch, wohin ich will. Macht euer Ding. Lasst euch nicht von irgendwelchen anderen Sozios irgendwie kaputt machen, kaputt reden, lasst euch euer Ding nicht versauen. Und wenn ihr einen Daumen nach unten bekommt, dann ist das ein scheiß
Icon, was irgendeiner gemeint hat, gedrückt haben zu müssen, ne? diesen Daumen. Also mach weiter, macht ihr weiter, ich mach weiter. Und danke für dein Video. Hier auch nochmal, wie schon gesagt, ich habe mich angesprochen gefühlt und danke dir. Ja, danke dir, dass du den Scheiß machst, den du machst. Und dass du ihn so konsequent und regelmäßig machst. Und es macht Spaß und hau rein. Ne? In diesem Sinne, macht es gut. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.